Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ingo von Living to Travel und das ist meine Reise. Guten Morgen. So, heute ist der große Tag. Heute geht's Richtung Schweden, Ystad. Wir haben es jetzt hier kurz vor 9 und um 15 Uhr wird dann die Fähre ablegen, hoffe ich doch. Gestern habe ich noch mir schön was zu essen gemacht und habe dann auch noch eine warme, besser gesagt heiße Dusche genommen. Ja, es war richtig angenehm. So, und ich bereite jetzt alles vor, so dass ich so hier gegen spätestens 13 Uhr dann Richtung Fährhafen fahren kann. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet. Also bis später. So meine Lieben, da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier am Fähranleger und ich warte quasi jetzt auf die Fähre nach Ystad. Und ich bin total aufgeregt und total gespannt, wie es da ist. Das Wetter ist bedeckt, es ist auch nicht so warm, es ist 18 Grad, das ist okay. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich in Ystad aussieht. Bin dann mal gespannt, wo es dann letztendlich aufs Schiff geht. Aber dann nehme ich euch ja mit, sofern sie mir das erlauben. Jetzt sind wir auf dem Schiff, besser gesagt auf der Fähre.
Ja, hallo, guten Morgen, ihr Lieben. So, ich bin jetzt hier noch in Ystad, bin gestern Abend mit der Fähre aus Sassnitz hier angekommen, verlief alles reibungslos, hat alles super gepasst, hab mir dann hier einen Stellplatz gesucht, direkt am Meer, und bin froh, dass ich überhaupt noch einen gefunden habe, denn das war doch relativ voll hier, also waren doch mehr Wohnmobilisten unterwegs, als ich erwartet hatte um diese Jahreszeit. Ja, hab mir dann noch schön was zu essen gemacht, bin noch eine kleine Runde spazieren gegangen und hab hier auch super gut geschlafen. Ja, war eigentlich relativ ruhig, und heute ist der Tag, wo ich dann Richtung Nordosten fahren werde, Richtung Öland, mit sicherlich ein paar Zwischenstopps. Der erste wird sein Alastena, das ist dort, wo diese ganzen Steine aufstehen, die aussehen anscheinend wie ein Schiff. Ich bin gespannt, wie es dort aussieht, und von dort aus werde ich dann sehen, wie meine Reise weitergeht. Ja, ich bin grundsätzlich gespannt, denn das ist eine ganz wichtige Reise, die mir sehr am Herzen liegt, und eine Reise, die zu mir geht, dass ich mich wiederfinde, was ich denn so wirklich will, habe ich ja schon eingehend erläutert. Und wenn ihr Tipps habt hier für Schweden, wo ich meine Seele baumeln lassen kann, dann würde ich mich freuen, wenn mir der ein oder andere das in den Kommentaren schreibt. Ansonsten werde ich das alles auf mich zukommen lassen. Der Weg ist das Ziel. Und bin gespannt, was für Begegnungen ich machen werde, wie die Empfindungen sein werden, was für Gefühle hochkommen und mich dem Ganzen stellen. So, ich werde jetzt zusammenpacken. Heute ist es schön, die Sonne scheint, ist noch ein wenig windig, und werde mich auf den Weg begeben. Und dazu lade ich euch ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleiten würdet. Also bis später dann, ja? Ciao. Alastena bei Keseborg, und ja, ich zeige euch jetzt mal auf der Karte, wo es hingeht. Okay? Hier bin ich gestern mit der Fähre angekommen, habe in dem Bereich übernachtet und bin jetzt quasi hier runter Richtung Keseberga Alastena, und da werden wir jetzt mal hinlaufen. Schauen wir noch mal, wo es lang geht. Da steht es ja schon, Alastena. In dem Bereich habe ich jetzt geparkt. 10 Kronen für 2 Stunden. Wirklich schön.
Ja, mein erster Ausflug hier in Schweden. Zumindest die Sonne scheint. Total angenehme Temperaturen, ca. 18 Grad. Sehr schön. Schaut euch diese schnuckeligen Häuser an. Ja, was haben wir denn da? Der noch fährt. Schön. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be. Ja, und da sind sie. Ich hoffe, der Ton ist einigermaßen zu verstehen, da es doch heute sehr windig ist. Great outdoors, forever free. Ja, und das war's jetzt auch schon mit Alestena. Und jetzt wird's mir auch zu voll dort. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass noch so viel Leute unterwegs sind. Ich dachte, die Ferien seien vorbei. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön und irgendwie ein magischer Ort. Ja, ich habe versucht, ein wenig die Ruhe zu genießen, Platz zu finden, um ein wenig zu meditieren. Aber den Platz habe ich nicht wirklich gefunden, daher. Schade. Halt zu voll. Und jeder möchte sehen, was auch wirklich toll ist und sehenswert ist. Okay, jetzt geht's zurück zum Buddy. Und dann schaue ich mal, was mein nächster Stopp sein wird. Und ja, ich hoffe, bis hierhin hat es euch schon mal gefallen. Ihr könnt jederzeit einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, somit ihr oder damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst, wenn ihr das denn wollt. Irgendwie habe ich festgestellt,
dass man gar nicht so alleine ist mit sich, wenn man es nicht möchte. Und was mir besonders hilft ist, oder ja, das seid ihr, meine Community. Zumindest die paar, die sich das Video von mir ab und zu mal anschauen. Und so viele Videos sind es ja auch noch nicht. Naja. Aber danke dafür und ich mache auf alle Fälle weiter.